Auge des Adlers. Halten Sie LB und tippen Sie dann Y, um die Wahrnehmung Kräutermischung zu nutzen. Wahrnehmung ermöglicht es Lara, Tiere und natürliche Ressourcen in der Umgebung aufzuspüren. Okay. Habe ich das jetzt gerade aktiviert? Oh, da ist noch was. Das hatte ich gehofft, dass hier noch was ist, aber... Kann man hier hoch? Mhm. Okay, also sonst liegt hier auf jeden Fall nichts. Oh, was ist das? Das ist jetzt wahrscheinlich meine Wahrnehmung. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Was war da gerade? Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt er Dad in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Haititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Was? Wie Pistolengriffe? Ach, ich kann mir da meine eigene Pistolen herstellen. Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Hm. Das ist nicht an? Ist das schlimm? Nee. Okay, Fähigkeiten. Also ich habe jetzt wieder zwei Fähigkeitspunkte. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurz. Wir auf dem richtigen Weg sind. Hallo? Schwer zu sagen. Aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab es hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Schaltet die nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Ja, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Durch Einnahme von Wahrnehmungspflanzen können Sie Beute und natürliche Ressourcen aufspüren. Ach so, ja, das ist ja das, was ich schon habe. Oh. Überlebensinstinkte. Eins mit dem Dschungel werden. Auge des Adlers 2. Erhöhte, achso, da brauche ich eh einen mehr für. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Forschertaschen und Schatztruhen mit Überlebensinstinkten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gibt es da noch irgendwas? Sprüche, Landungen und Stürze sind leiser. Ja, für einen Kampf wäre das natürlich gut. Automatisches Plünden von Feinden. Sie können schneller schwimmen, war das? Sie können unter Wasser die Luftlänge anhalten. Stapelt sich mit dem Atem des, was weiß ich was, Kaiman. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Erledigen Sie nach dem lautlos Ausschalten einen zweiten Feind, um eine Ausschaltenkette durchzuführen. Okay. Was ist eine Ausschaltenkette? Das wäre vielleicht ganz wichtig. Hm, also das mit dem unter Wasser länger die Luft anhalten, würde ich sagen, wird auf jeden Fall noch wichtig sein. Das nehmen wir erstmal. So, fürs Inventar haben wir nichts Neues. Dann schauen wir mal eben, jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren. Wo stehst du denn hier? Ach, das ist der Eingang, okay. Hallo, wo sollst du denn eigentlich? Ja. Oder was, oder? Okay. Ich glaube, da kommen wir raus. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Ja, klar. Lara! Lara! Komm schon! Lara! Nimm die Leuchtpistole! Ja. Danke. Da stand jetzt nicht, womit ich schießen soll. Hallo? Soll ich jetzt einfach irgendeine Taste drücken?
Schießt die noch nicht mal mehr. Ich habe keine Pfeile, oh nein. Was soll ich denn machen ohne Pfeile, hallo? Leute. Das ist nicht gut. Ich finde hier auch keine Pfeile. Boah, der kann mich auch treffen, wenn ich was mache. Das ist aber nicht gut. Ja, genau. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich habe Pfeile gefunden, ich habe Pfeile gefunden. Ja, weich bloß nicht aus, genau. Jetzt vorbei. Nee, der ist nicht tot. Nein! Fuck! Oh, scheiße, wo bin ich jetzt reingekommen? Hallo? Nein, scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Ach, da, Moment, kommen da jetzt neue? Oh, geh weg da! Du sollst ausweichen. Habe ich die Pfeile jetzt? Nein! Oh, das muss mir mal einer sagen, dass hier Pfeile sind. Wo ist er? Nein! Ich kann nicht! Boah, leck mich, ehrlich. Warum hast du die Pfeile nicht direkt von Anfang an gesehen? Bist du okay? Alles in Ordnung. Oh. Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Mach das. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Hm. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst.
Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Ja. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da.